Rinderwahnsinn, auch genannt BSE, steht für Bovine Spongiforme Enzephalopathie. Das ist eine Krankheit, die Rinder kriegen können. Da gab es in den 90ern eine richtige Epidemie von. Die Rinder konnten nicht mehr gerade laufen, sind umgefallen und das Gehirn war so zerfressen, dass es aussah wie ein Schwamm. Da gab es dann eine richtige Panik, ob das auch gefährlich für Menschen sein könnte. Könnte es? Die meisten Krankheitserreger sind Bakterien oder Viren. BSE wird aber ausgelöst durch Prionen. Wenn ein Bakterium so groß wäre, wäre ein Virus ungefähr so groß und ein Prion so. Ein Prion ist ein einziges Protein. Was waren nochmal Proteine? Proteine sind in unseren Körperzellen und werden dafür alles Mögliche gebraucht. Wenn eine Zelle so ein Protein herstellen will, macht sie erstmal so eine Wurst. Die faltet sich dann zusammen. Und diese ganz konkrete Form ist nötig, damit ein Protein seine Aufgabe erfüllen kann, was immer die ist. Wenn so ein Protein sich mal verfaltet, dann ist es kaputt. Dann kann es nicht mehr die Aufgabe machen, die es eigentlich machen soll und kommt auf den Müll. Es gibt zehntausende unterschiedliche Typen von Proteinen, die jede ihre eigenen Aufgaben haben. Und eins davon ist das Prion-Protein. Das wird von unseren Zellen hergestellt und erledigt da seine Arbeit. Wenn das sich aber verfaltet, dann geht es nicht einfach kaputt, sondern wird giftig. Jetzt ist es ein Prion. Na gut, ein so ein giftiges Molekül im Körper wird uns aber schon nicht umbringen, oder? Das Gruselige ist jetzt aber, wenn so ein giftiges Prion einem gesunden Prion-Protein, das hier nichts Böses ahnt, seiner Arbeit nachgeht, begegnet, dann wird das hier auch zu einem Prion. Die Dinger sind wie Zombies. Und wenn die noch anderen gesunden Prion-Proteinen begegnen, werden die auch zu Prionen und dann verklumpen die und es werden immer mehr und dann zerfressen die unser Gehirn, bis es so aussieht. Also Prionen vermehren sich nicht wirklich. Sie nehmen unsere körpereigenen Prion-Protein-Moleküle und verwandeln die in neue Prionen. Aber es wird noch verrückter. So ein Prion-Protein kann sich auf verschiedene Arten verfalten. Das sind alles unterschiedliche Prion-Typen. Und unsere körpereigenen Prion-Proteine verwandeln sich nur in den Typ, mit dem das losgegangen ist. Und die greifen dann bevorzugt jeweils andere Hirnbereiche an und machen dementsprechend auch andere Symptome. Das sind unterschiedliche Krankheiten. Die bekannteste bei Menschen und die häufigste heißt Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Keine Sorge, damit euch das passiert, müsstet ihr schon verdammt viel Pech haben. Die Chancen stehen ziemlich genau 1 zu 1 Million. Aber es wird noch gruseliger. Wenn mir das passieren würde, könnte ich dich damit anstecken. Ich müsste nur meine Prionen irgendwie in deinen Körper kriegen. Zum Beispiel, indem du mich isst. Und darum, Kinder, esst keine Menschen. Und genau das ist mit den Rindern passiert. Wenn man ein Rind schlachtet, bleibt eine ganze Menge Zeug übrig, das man nicht essen kann. Manchmal verendet auch ein Tier, sodass man das Fleisch nicht verkaufen kann. Es hat aber viel Aufwand und Zeit und Futter gekostet, die Tiere so groß zu kriegen. Dann wäre es ja schade, wenn man das jetzt einfach wegschmeißt. Und deswegen hat man dieses Material zu Tiermehl verarbeitet und wieder an Rinder verfüttert. Da ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis mal eine Kuh bei ist, die spontan so eine Prionenerkrankung entwickelt hat. Die steckt dann andere an, die werden wieder zu Tiermehl verarbeitet und stecken auch wieder weitere Rinder an. Und deswegen kam es, wie es kommen musste. Ende der 80er tauchte in Großbritannien plötzlich eine ganz neue Krankheit bei Kühen auf. Rinderwahnsinn. Kaum hatte man die entdeckt, wurden es immer mehr. Und zwar immer schneller immer mehr. Zum Glück wusste man da schon seit einer ganzen Weile, was Prionen sind und hat irgendwann gerafft, was da vor sich geht. Verfütterung von Tiermehl wurde verboten und noch ein paar andere Kontrollen eingeführt. Anfang der 90er ging die Zahl der wahnsinnigen Rinder in Großbritannien dann zurück und seit 2009 sind gar keine mehr aufgetreten. Aber was ist jetzt mit den Menschen? Können wir uns anstecken, wenn wir einen infizierten Hamburger essen? Ja, können wir.
10 Jahre nach dem ersten BSE-Fall trat beim Menschen eine neue Prionenerkrankung auf. Die Symptome und Art der Hirnschäden waren anders als bei den bekannten Prionenerkrankungen. Es musste also eine neue Variante sein. Der einfallsreiche Name war dann neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Tests zeigten, dass es der gleiche Erreger war wie bei BSE. Und ungefähr 10 Jahre nachdem BSE zurückging, ging auch die neue Variante bei Menschen zurück. Aber schaut mal auf die Y-Achse. Hier sind wir in den Zehntausenden, hier in den Zehnern. Insgesamt waren ca. 180.000 Rinder betroffen, aber weltweit nur 231 Menschen. Warum so wenige? Ist es vielleicht so, dass die Kontrollen so gut funktioniert haben und nur so wenig Leute infiziertes Fleisch gegessen haben? Fehlanzeige. Das zeigte eine Studie mit Wurmfortsätzen. Wenn man eine Blinddarmentzündung hat, ist der Wurmfortsatz das, was rausoperiert wird. In Großbritannien gibt es viele Krankenhäuser, die heben diese Wurmfortsätze auf. Eine Studie hat 32.441 von diesen Schniepeln untersucht und in 16 davon den BSE-Erreger gefunden. Das ist jeder 2000ste. Das würde bedeuten, dass 33.000 Briten ungefähr infiziert sind. Trotzdem bricht bei denen die Krankheit nicht aus. Und diese Welle ist ja wieder abgeflaut. Das sieht nicht so aus, als würde noch was kommen. Woran liegt das? Die Antwort heißt Artenbarriere. Das Prion-Protein in den verschiedenen Tierarten sieht ein ganz kleines bisschen anders aus. Und das reicht schon, dass dieser Zombie-Effekt nicht mehr funktioniert. Wenn so ein Prion aus einer Kuh einem gesunden Prion-Protein in einem Menschen begegnet, passiert gar nichts. Die 231 Menschen, die es trotzdem erwischt hat, hatten vermutlich eine seltene genetische Ausstattung und konnten nur deswegen angesteckt werden. Eine dieser genetischen Voraussetzungen kennen wir sogar. Die Aminosäuresequenz des Prion-Proteins. Diese Wurst, aus der so ein Protein besteht, ist eine Aneinanderreihung aus Aminosäuren. Und beim Prion-Protein sitzt an einer bestimmten Stelle bei manchen Leuten die Aminosäure Methionin und bei anderen Leuten die Aminosäure Valin. Kommt aufs Gleiche raus, ändert nichts an der Funktion und macht eigentlich gar keinen Unterschied. So wie manche Leute schwarzhaarig sind und andere blond. Alle Menschen, die bisher an der neuen Variante von Creutzfeldt-Jakob gestorben sind, hatten diese blonden Prionproteine mit Methionin. Das kann nicht der einzige Grund sein, weil auch dann noch Tausende von Briten die Krankheit heute haben müssten, aber es ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass man sich mit BSE nur anstecken kann, wenn man die genetischen Voraussetzungen dafür hat. Also nur wenige Menschen können sich überhaupt anstecken und die Welle ist offensichtlich schon wieder vorbei. Nur 231 Menschen hat's erwischt. Glück im Unglück, kann man sagen, oder? Oder? Was wäre denn, wenn Menschen mit diesen schwarzhaarigen Prionproteinen auch BSE kriegen könnten, wenn das bei denen nur länger dauern würde? Habe ich gerade gesagt, dass bisher alle Patienten diese anderen blonden Prionproteine hatten? Das ist nicht ganz richtig. Es gibt eine Ausnahme. Und das ist dieser letzte Patient, 2016. Der hatte diese schwarzhaarigen Prionproteine. Heißt das etwa, dass eine neue Welle der Erkrankung jetzt erst losgeht? Das war nur der Anfang, das ist der erste Patient. Und die zweite Welle ist womöglich noch viel größer und viel schlimmer als die erste. Tja, so genau wissen wir das erst, wenn wir noch 10 Jahre warten. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Denn wenn mit diesem Prionprotein es viel länger dauert, bis man die Krankheit kriegt, bedeutet es, dass es viel schlechter funktioniert mit der Ansteckung als schon bei der anderen Variante. Und da sind es ja auch nur sehr wenige Menschen gewesen, die überhaupt krank geworden sind. Deswegen würde ich vermuten, dass die zweite Welle, wenn denn überhaupt eine kommen sollte, noch kleiner werden würde, als die erste Welle es schon war. Fazit. Durch die Kontrollen bei Rindern ist es extrem unwahrscheinlich, dass auf eurem Teller irgendwie Fleisch mit BSE landet. Und selbst wenn das irgendwie passieren sollte, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ihr euch überhaupt mit BSE anstecken könnt. Yeah! Aber falls ihr euch jetzt unbedingt Sorgen wegen Prionen machen wollt, habe ich noch etwas anderes für euch. Prionerkrankungen gibt es auch bei Rehen und Hirschen. Das nennt sich Chronic Wasting Disease. Und im Gegensatz zu BSE bei Rindern können die sich gegenseitig damit anstecken. Und zwar ganz ohne sich irgendwie essen zu müssen oder so. Ein bisschen wie ein Schnupfen,
aber halt ein tödlicher. Seit ungefähr 10 Jahren breitet sich Chronic Wasting Disease in besorgniserregender Geschwindigkeit in Nordamerika aus. 2016 gab es den ersten Fall in Norwegen, 2018 in Finnland. Wir haben Chronic Wasting Disease in Europa und wir kennen heute kein Mittel dagegen. Wenn das weiter in diesem Tempo um sich greift, könnten bald ganze Landstriche frei von Rehen und Hirschen sein. Die Folgen für das Ökosystem wären nicht auszudenken, aber das ist eine andere Geschichte. Zu allem, was ich euch heute erzählt habe, findet ihr die Quellen in der Videobeschreibung. Wenn ihr weitere Fragen habt, fragt es mich in den Kommentaren. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich noch mehr über Likes. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich freue mich noch mehr über Likes und am meisten über... und über Pizza.